Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch zeigen, wie wir alle einen Beitrag zur Bekämpfung von Covid-19 oder Coronavirus leisten können. Und zwar indem wir unsere PC-Ressourcen spenden bzw. sharen. Hier gilt natürlich, umso stärker der PC, umso besser. Ich bin hier durch Nvidia drauf gekommen, die neulich einen Aufruf an alle Gamer auf dem Planeten Erde gestartet hat, dass sie ihre Rechenleistung für die Forschung zur Verfügung stellen, wenn sie nicht gerade zocken natürlich und die Rechenleistung sozusagen ja ungenutzt ist. Das geht auch ziemlich einfach und unkompliziert. Alles, was sie brauchen, ist einen guten Willen, ein halbwegs guten Rechner und ein kleines Programm, das natürlich kostenlos ist. Das Programm heißt hier Folding Home. Den Link findet ihr natürlich unter dem Video bei Interesse. Ich habe es schon heruntergeladen. Hier Start Folding Now, Download Now. Hier kann man kostenlos, wie gesagt, herunterladen. Ich habe das schon gemacht. Hier heruntergeladen ist ein klitzekleines Programm im Prinzip und schon installiert, wie gesagt. Wenn wir mit der Installation durch sind, haben wir hier in unserer Taskleiste unten rechts dieses Icon hier. Ja, beziehungsweise ich bin jetzt, glaube ich, okay, auf Light. Genau, beziehungsweise werden wir dann direkt hier auf dieser Webinterface weitergeleitet, wo wir uns einen Benutzername aussuchen können. Beziehungsweise wir können auch ein Team hier beitreten. Das ist jetzt gerade. Ja, manchmal brauchen wir ein bisschen Geduld vielleicht, bis die Verbindung da ist. Der Grund hierfür ist, dass wirklich so viele mitmachen jetzt hier, dass die Server da sogar Probleme haben, irgendwie hier mit der Verbindung. Also ein bisschen abwarten hier. Und hier haben wir auch die Möglichkeit, hier als Support Research Fighting einem bestimmten Projekt zu unterstützen. Hier in diesem Dropdown-Menü, man sieht hier, man kann Alzheimer, Krebs, Parkinson und okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen, ja, klappt die Verbindung irgendwie nicht so richtig. Wir brauchen, wie gesagt, ein bisschen Geduld. Hier kann man noch mal einstellen, Power Medium Full. Ja, die Ressourcen, die wir, ja, volle Ressourcen oder Mittel oder Light halt. Oder hier Only when I'm idle, also wenn wir gerade nicht arbeiten oder auch wenn wir arbeiten. Die Webinterface ist jetzt hier gerade, macht irgendwie ein bisschen Faxen, das funktioniert nicht so richtig, deswegen. Aber ja, das ist es im Prinzip alles, hier ist nicht viel. Achso, genau, hier wegen, wer jetzt speziell Corona-Bekämpfung unterstützen möchte, der muss hier auf Any hier auswählen. Und hier wird dann eben aktuell auf jeden Fall Corona stark priorisiert, ja. Ich schließe mal hier die Webinterface, weil das sowieso gerade nicht funktioniert. Also wir ja, müssen immer wieder versuchen oder ein bisschen abwarten halt. Und ja, wenn wir dann verbunden sind, oder beziehungsweise viele, viele Nutzer verbunden sind mit dem Programm hier, entsteht da so eine Art Supercomputer, wenn man so will, ja, die Forscher dann nutzen, um sehr komplexe Simulationen durchzuführen oder was auch immer, im Sinne der medizinischen Forschung natürlich. Zum Menü hier vielleicht noch mal ganz kurz. Ja, wir haben hier einmal dieses Webcontrol, dieser Webinterface, die gerade nicht funktioniert irgendwie. Dann haben wir noch mal hier eine erweiterte Einstellungen. Sieht so aus. Das erinnert mich zumindest ein bisschen an Mining.
Ja, Bitcoins, Mining, Preferences hier, Config. Bei mir ist jetzt hier alles auf Default-Einstellungen, die Standardeinstellungen. Ja, ich habe jetzt nichts geändert hier. Genau, hier kann man nochmal die Medium oder Full einstellen. Dann haben wir die, genau, hier sind die vier, 1, 2, 3, 4 Modi. Ja, Full, Medium, Light und Idle. Das ist jetzt on Idle, wenn wir also nicht arbeiten, weil der Rechner gerade irgendwie frei ist, dann werden die Ressourcen halt nur dann geshared. Hier kann man auch jederzeit pausieren oder schließen, wenn man möchte. Und dann haben wir noch einen Protein Viewer hier. Das ist irgendwie eine coole 3D Map, die hier so aussieht. Hier ist noch mal eine Erklärung, was das genau ist. Und wenn wir hier auf dem Rettungsring, denke ich, ist das, draufklicken, haben wir noch ein paar Commands halt. Ja, wer sich das anschauen möchte, sieht irgendwie cool aus, aber okay. Genau, das war's im Prinzip. Ja, auch schon alles, was ich euch jetzt schnell zeigen wollte. Vielleicht der Hinweis noch an der Stelle, dass, also falls wir unsere Rechenleistung jetzt hier zur Verfügung stellen, wenn wir meinetwegen gerade nicht arbeiten, dass der Rechner eben ein bisschen mehr Strom verbraucht, logischerweise, ja, daran vielleicht musste man auch denken. Aber es ist eben für einen guten Zweck. Zum einen, um Krankheiten zu bekämpfen, natürlich, und zum anderen, damit wir endlich wieder Nudeln und Toilettenpapier ganz normal in den Supermarkt kaufen können und nicht vielleicht bald unter der Hand auf dem Schwarzmarkt. Genau, das war's auch schon. Alles, was ich euch jetzt zeigen wollte, wie gesagt, ich hoffe, dass es euch irgendwie gefallen hat oder weitergeholfen. Falls das der Fall ist, freue ich mich natürlich über ein Like. Abonnieren nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.